steuerst nach rechts 90 Grad, setzt beide Steuern einen halben Schlag auf. Dani, ich habe nur die guten Full Stories aufgenommen. Den ersten Teil habe ich nicht drauf. Also, solange jemand in die Drehung auf dieser Seite läuft, ist es eine Körperspannung auf der Wand links, deine Außenbremse rechts, deine Innenbremse rechts. Jetzt mit der linken Bremse wieder das auf. Bleib links auf der Bremse. Deutlich links. Genau. Also beide hoch, beide Hände hoch, beide hoch. Genau. Hast du denn jetzt zum ersten Mal geflogen? Den Epsi. So genau waren jetzt die ersten Stalls auch hier ab und dann wieder verarbeitet. Sobald du das merkst, dass passiert was, dann darfst du dich dann. Bremse ziehen, kräftig, bleib drauf und hoch. Jawohl. Beide Bremsen. Du merkst, da kommst du immer wieder raus. Ja, ich kann mich nicht drehen. Ich glaube schon, wie viele das gespürt haben. Ja. Das ist noch keine schöne Ausleitung, aber eine Sicherheit. Also, du möchtest gleich. Innen. Machst etwas schneller außen kontrollieren, außen auf Kontakt, sehr gut tief atmen, schaut super aus. Bleib im Kreisen, Blick rechts, linke Hand ganz hoch. Sau schön. Noch einmal machen. Höhe ist noch super gut. Los geht's. Schön Gewicht rein, Blick nach innen. Zieh nochmal innen, dann geht er in die Spirale. Kontrolle mit der Außenbremse. Mach ihn langsamer mit der Außenbremse. Die Innenhand etwas höher, rechts und links etwas ziehen. Links draufbleiben auf der Bremse und einfach nur mehr ziehen. Links, links draufbleiben und mehr ziehen. Links drauf bleiben oder sogar noch mehr ziehen, links außen. Noch mehr, bleib drauf. Jawohl. Genau, wenn er nicht mit dem Impuls ausleitet, dann musst du den Widerstand aufrechterhalten. Also ziehen, halten oder sogar noch mehr ziehen außen. Ja, weiter ziehen, tiefer ziehen. Dann geht er raus, weil er braucht den Widerstand außen. Also Spiralen waren beide sehr stark, ja, da hast du richtig gute Sinkwerte gehabt, da ging es jetzt richtig abwärts, war super. Und jetzt vielleicht beim Letzten hast du gemerkt, ja, wenn er nicht ausleiten will oder nicht sofort reagiert, gib ihm Zeit. Ja. Zieh die Bremse außen, warte ein bisschen und dann reagiert der Schirm. Wenn er nicht... Ganz vorsichtig,
und wieder ein bisschen schneller, ganz vorsichtig, Außenhand ganz hoch, links nochmal ziehen, schöne Ausleitung, aber ich glaube, es wollte noch keine Ausleitung, sondern versuche ihn da wirklich aktiv, immer wieder ein bisschen schneller. Lösen und jetzt ziehen und los geht's. Und lösen und nachziehen, zack und halten innen. Innenbremse halten und leicht außen drauf gehen. Nochmal nach innen steuern, links ziehen, außen etwas freigeben. Nochmal links etwas mehr. Und jetzt wieder gefühlvoll mit der Außenbremse verlangsamen und jetzt leitest aus. Kräftig die Außenbremse ziehen und halten. Halten die Außenbremse rechts. Außenbremse rechts ziehen und halten. Jawohl. Und jetzt drehst du rum Richtung Landeplatz direkt. Rechts herum. Sonst ist nämlich die Höhe weg. Genau, immer so lange die Außenbremse ziehen, bis du wirklich eine Reaktion merkst, gell? Los geht's. Vorlage, Laufbereit bleiben. Und rechte Bremse ein bisschen dazu nehmen. Jawohl. Bleib mal so in der Spirale. Rechts etwas mehr, aber links halten. Bleib in der Drehung. Links bremsen, halten. Hoch die Hände. Beide Bremsen ziehen. Und wieder hoch die Hände. Gut, also wenn du jetzt in die Spirale gehst, die Fliehkraft kommt, dann geh außen sanft ein bisschen auf die Bremse.